Oberkurve ist durch Fahrenfeld, kommt auf die Gerade zugefahren. Kalbitz und Ragginger in der zweiten Startreihe, dahinter noch Frenzel und Tendi. Und der Start ist mittels roter Ampel noch nicht freigegeben. Die Ampel ist jetzt aus, auf geht die Reise. Und da ist Daniel Kalbitz offensichtlich derjenige, der erstmal davon profitiert und hier in die Führung.